Ja, moin Pyrus, willkommen zum zweiten Teil der Fragen, die ihr mir auf Insta gestellt habt. Ja, dieses Video bezieht sich jetzt zum Thema Polenböller kaufen, Feuerwerk an sich kaufen. Ja, ob man sich eindecken soll, hatte ich jetzt schon im letzten Teil, aber das werde ich auch noch mal kurz anschneiden, das Thema. Ansonsten, ja, alles, was so damit zu tun hat, ne, die Risiken. Und da fangen wir einfach mal an mit den Shops, die ich euch empfehlen kann. Und zwar hätten wir da den bekannten Ultrastore, der ist ja geläufig. Ja, lässt aber leider dieses Jahr ein bisschen sich hängen, sage ich mal. Letztes Jahr zu der Zeit hatten sie halt deutlich geileres Zeug, deutlich mehr Batterien, Raketen, Verbünde. Ja, und vor allem Single Shots. Da gucke ich gerade mal rein bei euch im Hintergrund, wenn hier irgendwelche Bilder jetzt oder so sein, ne, die Shops, da kann ich euch die Links reinhauen. Mein Stuhl knatscht wieder schön vor sich hin. Ja, zum Thema Versand erstmal bei den Shops. Da werde ich natürlich jetzt nicht sagen, welches Transportunternehmen das ist. Das sollte wohl klar sein. Denn man muss ja nicht unbedingt noch auf die einzelnen Unternehmen aufmerksam werden. Der ein oder andere, da wird sich jetzt erstmal wieder meinerseits unbeliebt gemacht, weil ich jetzt die Shops sage, obwohl ich es eigentlich nie sagen wollte. Ist mir in dem Fall aber egal, weil wie gesagt, im ersten Teil gehe ich von einem Verbot wieder aus. Und damit ihr überhaupt was habt, werde ich euch jetzt die Shops nennen. Genau, und wie gesagt, Ultrastore wäre der erste. Habe ich bisher fast alles bestellt. Ansonsten. Ja, Zoll, ja, das wird natürlich nicht mit Gefahrgut versendet, wie es angegeben wird. Und ja, ob der Zoll da so wirklich nicht ran kann, ja, das ist immer so ein Ding. Ja, an sich ist ja innerhalb der EU, da ist eigentlich an sich kein Zoll. Es kann sein, dass diese Unternehmen, diese Versandlager oder Zwischenlager da, wie auch immer das heißt, es gibt irgendeins im Osten, da war schon fünf, sechs Mal irgendwas. Und da haben sie immer Feuerwerk gefunden. Dass sowas mal kontrolliert wird, das kann durchaus passieren, glaube ich, aber so unbedingt, dass die Pakete aufgerissen werden, glaube ich jetzt nicht. Ja, da kann auch keiner wirklich hundertprozentig was zu sagen. Nächster Shop wäre Bigon Feuerwerki oder feuerwerkibigon.pl. Link wird wahrscheinlich auch unten drin sein. Ansonsten einfach googeln. Ja, ihr wisst ja, wie der Shop heißt und ja, Feuerwerki kann man ja jetzt einfach schreiben. Ja, liefert auch nach Deutschland für die Holländer jetzt hier, kann ich nicht sagen, ob die liefern, aber das ist einfach herauszufinden, indem ihr einfach irgendwie 5, 6 Artikel in meinen Warenkorb packt, dann eure Adresse angibt und dann einfach mal guckt. Das zählt übrigens für alle Shops, ob die Länder aufgelistet sind, in denen ihr wohnt. Also Deutschland ist aufgelistet, ich glaube, die Franzosen sind aufgelistet und so ein paar andere. Da könnt ihr ja gucken, das brauche ich euch ja jetzt nicht zeigen, das sollte eigentlich verständlich sein, wie das geht. Ja, Bigon Feuerwerki hat auch eine große Auswahl. Ja, hatte letztes Jahr zu der Zeit natürlich auch deutlich mehr. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ja, es wäre traurig, wenn da nichts kommt. Versand etwas teurer als Ustor. Ustor hat im Moment 12 Euro Versandkosten. Bigon Feuerwerk, hier sind es, glaube ich, noch 17 Euro. Kommen wir zu Legal Pyro. Natürlich ist das an sich nicht ganz so legal. Ich meine, die Artikel, die sie anbieten, sind, glaube ich, alle T1, F1, F2. Ich weiß nicht, ob F3 dabei ist, da kann ich jetzt nicht so schnell nachgucken. Aber ich glaube, ein oder anderer Artikel ist auch F3. Also ganz so legal ist es nicht, aber so 90, 99% ungefähr wird das schon auch in Deutschland zugelassen sein. Das sind auch alles bekannte Artikel. Ja, ist im Moment auch sehr gut dabei, neue Sachen hinzuzufügen, zu adden, wie auch immer. Ist momentan, ja, es ist nicht so viel geiles Zeug, aber momentan der ansprechendste dennoch, weil halt echt viel neues Zeug kommt. Ey, ihr habt ja viele Böller auch in P1, Crackling-Bälle, Sena, Mammut-Böller und sowas. Funke, China-Böller B für 1,65 ist auf jeden Fall, ja, kann man mitnehmen. China-Böller A für 1,50, Honey-Badger 5,50 €, das sind jetzt so die ansprechendsten. Sind auf jeden Fall alle preislich in Ordnung. Wenn du bei Ustor jetzt mal gucken gehst, kostet der B-Böller 2,80, also fast das Doppelte. Oder warum ist das nicht so das Doppelte? Wo ist denn der Laden? Ja, fast 1 Euro mehr, also 1,15. Ja, gleiches Spiel. Versandkosten sind hier 12 Euro. Da gucke ich mal eben nochmal schnell rein. Also zum aktuellen Anpassung vor allem, zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt sind es 12 Euro.
Gleiches Spiel auch bei den Versandländern, einfach mal nachgucken. Dann gibt es den Shop pyromaniacs.com oder .com. Große Auswahl, auch einiges an Single-Shots, Raketen, Böllern. Einziger Nachteil an dem Shop ist leider, dass die Versandkosten doch recht hoch sind mit 25 € und es dennoch nicht als als 1.4G oder sonst was versendet wird. Würde mich dann doch wundern, wenn das dann auf einmal doch der Fall ist, weil alle, die mir bekannt sind, die da bestellt haben, haben einfach einen ganz normalen Karton bekommen, wo gar nichts drauf war. Ja, dann wieder gleiches Spiel, ne, mit den Versandländern. Und dann haben wir noch den pyroshop.pl. Ja, auch alles mögliche, Pyrotechnik, Flares, Firecrackers, Cakes, Smoke, Strobo, Fires, Fountains, Single Shock, Signal, Money, Accessoires. Ja, da könnt ihr sogar ein bisschen hier, was gibt's denn hier? Flex. Okay, oder auch nicht. 404, perfekt. Ja, also, auf jeden Fall, den Shop müsst ihr erstmal auf Deutsch umstellen. Das geht oben links in der Ecke. Da ist so eine polnische Flagge. Ich hoffe, ihr wisst, wie die Deutschlandflagge aussieht. Dann einfach umstellen und dann auf Euro noch. Und ja, genau. Dann einfach mal nachgucken, was es da gibt. Versandkosten weiß ich jetzt gar nicht, wird mir jetzt gerade nichts angezeigt, aber ich denke mal auch so um die 20 € waren das, glaube ich, immer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dann gibt es noch den Shop Pyrogate. Da hat erst ein Kollege wieder bestellt und der hat sein Zeug auch bekommen. Da geht ja wohl auch das Gerücht rum, dass der Shop wohl beobachtet wird. Da kann ich natürlich nichts zu sagen, weil ich selber dort nicht bestelle. Der Kollege, wie gesagt, hat sein Zeug bekommen. Und ja, alles dabei gewesen. Bis jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, kam auch noch keine Post. Ja, was gibt's denn noch richtig? Den Funke Store. Da gehe ich jetzt mal kurz hin, funkestore.com. Ist ein Bestellshop, wo ihr aber selber abholen müsst. Funke Store ist auch Betreiber gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, von, wie ist der, Pyro Market? Ja, doch, pyromarket.pl. Und hat ebenfalls auch den Shop Pyro Boxen betrieben, welcher jetzt leider nicht mehr da ist. Und ja, jetzt muss ich hier kurz mal was gucken. Ja, genau. Wie gesagt, bei Funke müsst ihr halt selber abholen, ist natürlich sehr gut für die geeignet, die in der Grenzregion leben. Ja, ihr könnt das vorbestellen. Ich glaube, ihr müsst mindestens eine Woche, also die frühestmögliche Bestellung ist in 7 Tagen. Also heute ist jetzt der zweite und ihr könnt so frühestmöglich am 9. abholen. War bei mir so, als ich es machen wollte, habe ich aber nicht gemacht, weil ich am nächsten Tag schon hin wollte. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ja, wie wisst ihr jetzt bei Funke, was legal ist und was ihr mit rübernehmen dürft? Das ist ganz einfach. Da haben sie nämlich so schöne Zettelchen dran, in Gelb und in Orange. Gelb ist für risikofrei, also einfach ab in Rucksack, Tasche, Auto, was auch immer und schwupp rüber und gönnt euch. Bei P1 ist es wiederum so, dass das natürlich in Deutschland eine Grauzone ist. Also die genauen Regeln weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt an der Lagergruppenzuordnung. Will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ja. Könnt ihr an sich auch mitnehmen. F3 könnt ihr auch mitnehmen. Ist ebenfalls orange gekennzeichnet für eigenes Risiko. Ja, würde ich natürlich jetzt im Dezember nicht unbedingt machen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie einen F3-Schein habt oder die Erlaubnis nach Paragraph 27 eher gesagt oder sonst irgendwas. Ja, könnte zu Diskussionen an der Grenze kommen, wenn denn da die Partymännchen stehen. Die sind ja dann immer so ein bisschen toxisch unterwegs und das bringt uns auch zum nächsten Ding. Wie habe ich denn F3 rübergekriegt? Ja, ich war erstmal bei Funke und auch bei einem anderen Laden. Das war so ein Kiosk. Da gab es ein bisschen Raritäten F3. Diese FP3 Widowmaker und diese Dinosaurier. Diese FP1 sind das, glaube ich, von Jorge. Ja, einfach in den Rucksack rein. Ich war mit einem Kollegen unterwegs. Den haben wir vorgeschickt. Alles in meinen Rucksack rein und in meine Tüte, was F3 war. Und er hat auch F4 gefunden. Das war ein Tohono Gold 20 oder 30, obwohl in Polen das gar nicht mehr verkauft werden darf. Und das ging alles in meinen Rucksack. Er ist vorgegangen. Dann hat er mir geschrieben, okay, keine Polizei da oder wohin, wie auch immer.
Dann habe ich natürlich mich beeilt, schwupp rüber und dann Abflug, ne? Also so haben wir das gemacht, ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Das gleiche geht auch mit dem Auto, ne? Einfach mit dem Auto an irgendeinem Parkplatz, da hat man ja Parkmöglichkeiten. Ja, dann kurz da warten, dann geht der Kollege vor, yo, ist nix, und dann fährt die halt einfach rüber. Ne? Wenn ihr jetzt euer Auto komplett voll klatscht mit F3. Ja, genau, und dann wurde ich gefragt, was denn ist mit dem Bombershop? Der sollte ja eigentlich schon längst online sein. Bombershop bin ich gerade auf der Domain. Happy to see your domain, bla bla bla. Scheinbar kommt der Shop doch nicht mehr wieder. Hatten sie ja groß angekündigt, dass es kommt. Leider ist es wohl doch nicht so und das finde ich echt ein bisschen schade. Aber egal. Ja, das war's auch im Grunde. Natürlich gibt es auch deutsche Shops. Aber ich denke mal, die meisten interessieren sich eh für die polnischen. Und wenn es deutsche noch sein sollen, werde ich ein paar nennen. Das wäre einmal röderfeuerwerk.de, pyroland.de, ne, Feuerwerksvitrine, das sind so halt die beliebtesten. Jetzt im mein Freundeskreis Beisel gibt es noch Talfeuerwerk, X-Pyro. Ja, einfach mal googeln, da findet ihr die. Und das ist eigentlich nicht schwer, also wenn man weiß, wie man mit Google umgeht. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und ja, bis dann.